Hi, this is Geshe Michael Roach. Hallo, ich bin Geshe Michael Roach und willkommen zurück im Lam Rim, Schritte auf dem Pfad zur Erleuchtung. Und wir machen weiter in diesem Text, ein sehr berühmtes Werk. Ich denke, es ist das größte Buch, das jemals geschrieben wurde, egal in welcher Sprache. Verfasst wurde es von Pabongka Rinpoche, der 1878 bis 1941 lebte. Er war ein Lehrer meines Lehrers. Und er gab diese erstaunliche Vorlesung über 24 Tage in der Nähe der Hauptstadt Tibets, Lhasa. Er lehrte dieses erstaunliche Werk, diese Anleitung, wie man Erleuchtung erlangt. Alle Schritte, die du dafür tun musst, daher ist das eine sehr coole Sache, das Lam Rim. Das bedeutet, schau, tu einfach das, dann dies, dann tu jenes und dann dies und dann bist du plötzlich erleuchtet und du bist ein Buddha und du kannst Milliarden Menschen gleichzeitig helfen. Das also ist es, was wir hier tun. Seit nunmehr etwa 10 Jahren arbeiten uns langsam durch das Buch. Wir genießen es. Wir genießen den Geschmack dieser alten Weisheit. Wie einen edlen Wein. Wir lassen uns einfach Zeit und genießen diese alten Weisheiten. Wenn du schon länger auf dieser Lam Rim-Reise dabei bist, willkommen zurück. Wenn du neu dabei bist, mach dir keine Sorgen, steige einfach ein und wir machen gemeinsam weiter. Wenn du bereits an einigen der früheren Lam Rims teilgenommen hast, aber dann zu viel zu tun hattest und dich um andere Dinge kümmern musstest, willkommen zurück, wir machen einfach weiter. Ich habe die Absicht, diese unglaubliche spirituelle Anleitung langsam und liebevoll zu lehren. Und wir werden fertig werden, wenn wir fertig werden. Dies ist unser 36. Lam Rim Retreat. Wir lehren zum 36. Mal aus diesem Werk. Jedes Retreat dauerte bisher zwischen 7 und 10 Tage live. Und jetzt in der Online-Welt werden wir in diesem Lam Rim 15 Sessions machen, jeweils eine halbe Stunde lang auf unserer Reise durch den Text. Ich nenne dieses 36. Lam Rim Retreat Liebe in den Zeiten des Virus. Denn dies ist eine Zeit des Virus, in der ich lebe. Und ich denke, alle anderen in der Welt auch. Dies ist eine Zeit, wo das Virus stark in der Welt ist. Und es ist eine neue Welt für alle von uns. Etwas, das vor nur einem Jahr für uns alle unvorstellbar war. Wir leben aktuell in einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Die Dinge ändern sich so schnell. Das Leben selbst ändert sich so schnell. Es gibt viele Gefahren, viele Dinge, die uns Angst machen. Und ich denke, in diesen Zeiten der Sorge und der Angst um die Zukunft ist es sehr wichtig, in der Liebe zu bleiben. Welche Art von Liebe ist damit gemeint? Du kannst dir die ganze Welt schwarz vorstellen, in Dunkelheit gehüllt, und dann zündet jemand eine Kerze an. Ein winziges Licht gegen eine ganze Welt von Dunkelheit. So könntest du es dir in etwa vorstellen. Ist es das, was du meinst, Geshe-la? Ist das die Art von Liebe, von der du hier sprichst? Ich soll ein kleines Licht sein in der Dunkelheit des Universums. In der Dunkelheit dieser Welt mit dem Virus. Und meine Antwort ist, nein, das meine ich hier nicht. Und du sagst, also gut, dann meinst du bestimmt ein großes Licht wie die Sonne, das über dieser Welt aufgeht und das die ganze Welt erleuchtet. Ist das die Art von Liebe, die du hier meinst? Als wäre das Virus wie die Dunkelheit und dann geht die Sonne auf. Und dann könnte unsere Liebe, die Liebe von uns allen, die Dunkelheit vertreiben. Und ich sage, nein, nein, das ist nicht die Art von Dunkelheit und nicht die Art von Licht, um die es mir hier geht. Das ist nicht die Art von Liebe, die ich hier meine.
Und dann fragst du, na gut, aber welche Art von Liebe meinst du denn dann? Und ich möchte sie Sonne auf meinem Ketchupfleck nennen. Auf diesem ersten Bild, hier siehst du eine Frau, sie isst einen Veggie-Burger. Bei uns in der Straße ist ein tolles Restaurant, es gibt dort immer noch Veggie-Burger. Du rufst an und sie bringen das Essen an die Restauranttür und der Veggie-Burger ist dort richtig lecker. Also hat die Frau einen solchen Veggie-Burger gekauft und sie hat richtig viel Ketchup und Senf drauf getan. Sie beißt hinein und du kannst dir schon vorstellen, was gleich passieren wird. Das Ketchup tropft heraus, richtig viel Ketchup tropft heraus und landet auf der Bluse. Und da ist dann dieser riesige rote Fleck. Und dann überlegst du, wie kriege ich jetzt bloß diesen Fleck wieder heraus? Ich stelle mir das Virus, das Covid-Virus in der Welt, wie einen solchen Fleck vor. Es ist wie ein Ketchup-Fleck, den alle auf der Bluse haben. Und alle fragen sich, wie werde ich dieses Virus nur wieder los? Ich stelle mir dann gerne vor, wie diese Frau zu diesem, keine Ahnung, Raumschiff geht, sagen wir, zum Kennedy Space Center. Und dort fragt sie, bekommt ihr diesen Fleck aus meiner Bluse heraus? Und die Antwort ist klar, wir haben einen Service dafür. Wir reinigen sie für dich. Wir kriegen den Fleck raus. Wir können das Virus töten. Wir können das Virus loswerden. Und sie sagt, gut, mach das. Und zieht ihre Bluse aus und gibt es ihnen. Auf dem zweiten Bild hier siehst du, wie sie die Bluse nehmen und sie ins Raumschiff bringen und zur Reinigung schicken. Ihre Bluse wird ins Raumschiff gebracht und das Raumschiff startet in Richtung Sonne. Und dann nähert sich das Raumschiff mit der Bluse, mit dem Ketchupfleck der Sonne. Und als es die Sonne fast erreicht hat, fliegt es mitten hinein in die Sonne, wo ca. 15 Millionen Grad herrschen. Ich habe das vorhin online nachgeschlagen. Das Raumschiff schafft es irgendwie ins Sonneninnere, wo es 15 Millionen Grad heiß ist, und dort öffnen sie die Tür und werfen die Bluse hinaus. Stell dir vor, wie die Bluse einer einzelnen Frau mitten ins Sonneninnere geworfen wird. Und stell dir auch vor, was für eine Art Licht dort herrscht. Stell dir den Ketchupfleck als den Virus in der Welt vor und das Sonneninnere als das Feuer. Worüber wir in diesem Lam Rim Retreat sprechen werden, ist eine Liebe, die so ist wie das Sonneninnere. Eine Liebe, deren Kraft so ist wie das Sonneninnere. Du nimmst den Virus, das große aktuelle Problem unserer Welt, und du wirfst es ins Sonneninnere. Wie einen Ketchupfleck auf einer Bluse werfen wir es ins Sonneninnere. Und das ist die Art von Liebe, über die wir sprechen werden. Wir sprechen über eine Liebe, die in nur einer Sekunde eine Milliarde Viren verbrennen kann. Über diese Art Liebe sprechen wir. Sie ist nur schwer vorstellbar. Es war nicht leicht für mich, ein gutes Bild dafür zu finden. Vielleicht ist das Bild ein wenig seltsam, aber versuche, dir die Kraft im Sonneninneren vorzustellen. Und dann stell dir vor, wie ein einzelnes kleines Virus gegen diese Kraft ankommen will. Das ist es, worüber wir in diesem Lam Rim sprechen werden. Wir werden versuchen, diese Liebe in den Zeiten des Virus zu finden. Diese Art von Liebe, die die Macht des Virus von dieser Welt verbannen wird. Und das wird sie, das kann sie. Und wir können das zusammen lernen. Dieses Werk hier wird uns helfen, gemeinsam zu lernen, wie wir das Virus verbrennen können. Mit dieser Art Liebe. Und dieses Beispiel ist noch viel zu klein, aber mir fällt kein größeres ein. Wir werden also an dieser Art von Liebe arbeiten. Dieser Kurs wird zwei Teile haben. Im ersten Teil schauen wir uns das Lam Rim an, die Stufen auf dem Pfad, und zwar Wort für Wort.
So mache ich das am liebsten, wenn ich es weitergebe. Eins meiner Ziele bei diesem Kurs ist, weiterzugeben, was mein Lehrer mir beigebracht hat, in der Originalsprache. Mein Lehrer hat mich in diesem Text unterwiesen, 30 Jahre lang. Er hat ihn mich dreimal gelehrt und jedes Mal hat das 7 oder 8 Jahre gedauert. Er ging langsam voran und wir hatten Freude daran. Und es ging uns nicht darum, möglichst schnell fertig zu werden. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er zum Schluss kam, hat er wieder ganz von vorne begonnen. Es ging mehr um die Erfahrung selbst. Er wollte nicht schnellstmöglich mit dem Werk fertig werden. Wir wollten lieber in das Werk hineinkommen und dann in dem Werk bleiben. Und genauso machen wir es jetzt hier. Fangen wir also an. Wir schauen uns einerseits das Werk an und dann werden wir zusammen meditieren. Die Meditationen stammen aus einem sehr berühmten Werk, das vor 1300 Jahren auf Sanskrit verfasst wurde, von einem indischen Meister namens Shantideva. Und ich weiß, viele von euch kennen diese Geschichte von Shantideva. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Er war ein großer Meister und er lebte in einem Kloster, wo alle ihn für einen Nichtskönner hielten. Alle dachten, er sei faul. Aber insgeheim übte er sich intensiv in der Entwicklung von Liebe und das Verständnis von Leerheit. Und all das lebte er im Geheimen. Und dann entspannt sich diese lange Geschichte, die ich heute nicht erzählen kann. Wenn es dich interessiert, dann studiere die ACI-Kurse. Ich denke, es sind die Kurse 10, 11 und 12, korrekt, Tim? Und studiere Anleitung für das Leben eines Bodhisattvas, das große Werk von Shantideva. Wir werden Shantidevas Werk als Anleitung für eine Liebesmeditation nutzen, für eine Meditation über Liebe. Im Verlauf dieses Lamrim werden wir mehrere spezielle Meditationen machen zum Thema Liebe und wir werden sie getrennt von diesen Klassen machen und wir werden sie aus Shantidevas Buch ziehen. Es ist Tradition, in der ersten Klasse eines neuen Lamrim-Kurses den Zuhörern mitzuteilen, wo genau in diesem Werk wir uns aktuell befinden. Jedes große spezielle Werk hat ein Sabje. Sabje bedeutet einen bestimmten Aufbau. Und wir folgen bestimmten Schriften in diesem Werk. Wir folgen bestimmten Konzepten in diesem Werk. Daher ist es Tradition, beim Beginn eines neuen Kurses darüber zu reden, wo genau im Sabje wir uns befinden. Wie weit sind wir schon gekommen in diesem Werk? Wo genau im Sabje stehen wir? Deshalb möchte ich über den Aufbau sprechen und erklären, wo genau wir uns in diesem Buch befinden. Dieses Werk hat grundsätzlich 3 unterschiedliche Teile, 3 wirklich sehr berühmte Teile. Sie heißen Stufen auf dem Pfad für Menschen mit niedrigem Motiv, Stufen auf dem Pfad für Menschen mit mittlerem Motiv und Stufen auf dem Pfad für Menschen mit hohem Motiv. Menschen mit hohem Motiv sind, wie einige von euch bereits wissen, Bodhisattvas. Ihre Motivation ist, vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Sie wollen einen Körper erlangen, mit dem sie gleichzeitig auf einer Milliarde Welten sein können, um Menschen zu unterweisen und ihnen den Weg zum Glück zu zeigen. Und das ist die Art von Sonne, über die ich hier spreche. Wenn du dieses Werk intensiv studierst, wenn du diese Kurse intensiv studierst, wenn du die Meditationen intensiv machst, dann kannst du den Geisteszustand eines Bodhisattvas erreichen. Er wird Bodhicitta genannt. Und in seiner höchsten Form, wenn ein Mensch Bodhicitta erreicht, dann kann er oder sie Milliarden Planeten gleichzeitig wahrnehmen. Oder zumindest in sehr kurzer Zeit, in nur wenigen Minuten Zeit in dieser Welt, kann so ein Mensch Milliarden von Welten
wahrnehmen, besuchen, kann die Menschen dort kennenlernen und all die kleinen Lebewesen auf jeder dieser Welten. In nur 10 oder 20 Minuten kann so ein Mensch eine Reise zu Milliarden Welten machen. Und seine Liebe ist so kraftvoll. Wir reden hier nicht von der Liebe für nur einen Menschen oder für das eigene Land oder sogar für die eigene Welt. Wir sprechen von einer Liebe, die du in diesem Leben erreichen kannst, mit der du eine Milliarde Welten gleichzeitig erreichen kannst. Eine Liebe, die jedes Lebewesen erreicht, jede Person auf einer Milliarde Welten in nur 20 Minuten und mit der du mit ihnen in direkte Beziehung treten kannst, sie mit Liebe überschütten kannst, dich um sie kümmern kannst, alles gleichzeitig. Und diese Art von Liebe ist wie das Sonneninnere. Und das Virus, das in dieser Welt eine richtig winzige Sache ist, wie ein Atom im Sonnenkern, es ist nur eine kleine Sache. Diese gesamte Virusgeschichte, die aktuell 7 oder 8 Milliarden Menschen betrifft, in dieser Welt ist eine kleine Sache im Vergleich zu dieser Liebe. Wir wollen versuchen, diese Art von Liebe zu erreichen und das Virus verbrennen kann, wie Ketchup auf der Bluse. Die Motivation, so eine Person zu werden, die eine Milliarde Welten besuchen kann, basiert auf einer geringeren Motivation. Sie ist, ich selbst möchte Nirvana erreichen. Ich möchte einen Ort in meinem Leben erreichen, wo ich nicht mehr leiden muss. Ich möchte einen Ort in meinem Leben erreichen, wo ich frei bin von allem Schmerz, insbesondere vom Schmerz der negativen Emotionen. Ich möchte diesen Ort erreichen. Das sind die Menschen mit mittlerem Motiv. Sie möchten Nirvana erreichen. Nirvana ist etwas anderes als Erleuchtung. Nirvana ist der Ort, wo du keinerlei Negativität, keinerlei negative Gedanken mehr hast. Du hast noch deinen Körper, du hast noch deinen Geist, aber dein Geist ist vollkommen glücklich. Also dein ganz persönliches Nirvana. Wenn also Menschen eine Milliarde Planeten erreichen und den Menschen dort helfen wollen, dann muss dies auf einem persönlichen Nirvana aufbauen. Du musst dein persönliches Nirvana erreichen, um in der Lage zu sein, zu einer Milliarde Welten reisen zu können. Die Reise zu einer Milliarde Welten ist abhängig vom Erreichen dieses Nirvana. Und dieses Nirvana wiederum ist abhängig vom Ziel jener Menschen, die das Lamrim Menschen mit geringem Motiv nennt. Sie interessieren sich nur dafür, was nach ihrem Tod passieren wird. Und ich denke, genau diese Art von Bewusstsein hat dieses Jahr diese Welt erreicht. Es ist wirklich erstaunlich. Die ganze Welt denkt jetzt so. Wir tragen alle Masken. Für diese Unterweisungen habe ich meine Maske abgenommen. Die ganze Welt denkt, ich brauche eine Maske. Ich muss eine Maske tragen, weil ich sonst sterben könnte. Wenn ich diese Maske nicht trage, könnte ich sterben. Und dann denken natürlich viele von uns, die meisten nehme ich an, was passiert danach dann mit mir? Was würde mit mir passieren, wenn ich sterben würde? Wo käme ich hin? Was würde mit mir passieren? Und das ist die Motivation, die die Grundlage bildet für den Wunsch nach Nirvana, der wiederum die Grundlage ist für die Denkweise eines Bodhisattvas. Ich möchte allen helfen, sich darüber Gedanken zu machen, wo du landen wirst, nachdem du gestorben bist, ist die Grundlage für das Erreichen von Nirvana. Und die beiden zusammen sind die Grundlage für dieses höhere Streben, ein Buddha zu werden, um den Menschen auf Milliarden Planeten zu helfen. Warum reden wir über all das? Genau an dieser Stelle im Lamrim sind wir jetzt angekommen. Nach 10 Jahren nähern wir uns jetzt endlich dem Ende des zweiten Teils, dem Ende der Anleitungen, wie man Nirvana erreicht. Wir werden diesen Abschnitt sogar beenden in diesem Lamrim-Programm. In diesem Monat beenden wir den Abschnitt darüber, wie man Nirvana erreicht. Und dann kommt dieser coole Übergang zu den ganzen Unterweisungen, zur Lebensweise eines Bodhisattvas.
wie man ein Bodhisattva wird. Wir werden über die Lebensweise eines Bodhisattvas meditieren und das Lamrim wird uns einführen in die Art und Weise, wie ein Bodhisattva denkt. Und jetzt gerade befinden wir uns mitten in diesem mittleren Motiv. Ich möchte steuern, wohin ich nach meinem Tod gehe. Ich möchte sicherstellen, dass ich Nirvana erreichen kann, damit ich nach meinem Tod weiß, wohin ich gehe und nicht leiden muss. Übrigens ist meine Negativitäten für immer beenden genau diese zweite Ebene. Diese zweite Ebene wiederum hat zwei Teile. Der erste ist, welche Art von Körper und Geist brauchst du, um aus diesem Kreislauf des Schmerzes ausbrechen, diesem Rat des Lebens? Wir haben dies bereits behandelt. Und dann haben wir gefragt, welche Art von Pfad musst du folgen? Welche Art von spirituellen Pfad musst du folgen, um Nirvana zu erreichen? Wir sind jetzt mitten in dieser Diskussion. Wir sind mittendrin und genau hier beginnen wir. Jetzt sind wir bereit für den Einstieg in den Text. Ich zeige dir das erste Idim, das erste Bild. Ideenbild. Idim ist kurz für Idea Image. Dort siehst du einen Mann. Wie soll ich sagen? Im besten Alter. Oder Tim? Einen Mann im besten Alter. Er hilft jemandem, seinem Vater vielleicht. Und der Vater? Keine Ahnung. Vielleicht hat der Mann seinen Vater einen Computer gekauft und der Vater weiß nicht so recht, wie er ihn bedienen soll. Das ist mir übrigens auch schon mal passiert. Ich hatte das Glück, einen der höchsten Lehrer der Welt persönlich zu treffen. Und ich habe ihm meinen Computer dargebracht. Aber dann musste ich ihm auch beibringen, wie er ihn benutzt. Also schauen wir uns den Text an. Welchen Bezug hat dieses Bild zum Text? Ich lese das Tibetische vor, mach dir keinen Stress, denk nicht, oh doof, denk nicht, will er, dass ich eine völlig neue Sprache lerne? Muss ich jetzt eine völlig neue Sprache lernen? Nein, du musst nicht eine völlig neue Sprache lernen. Ich pflanze Samen in deinem Geist für dein nächstes Leben, okay? Also mach dir keinen Stress deswegen. Wenn ein Lehrer Samen in deinem Geist für dein nächstes Leben pflanzen will, dann entspann dich einfach und lass es zu, okay? Öffne einfach dein Herz, öffne deinen Geist, sag, okay, Geshe-la, sprich schon diesen ganzen seltsamen Tibetisch-Kram und ich versuche, meinen Geist offen zu halten und ich verstehe, dass du Pläne für mein nächstes Leben machst, denn genau das tue ich. Also lese ich jetzt das Tibetische mit dir. Und ich versuche nicht, dich zu zwingen, eine völlig neue Sprache zu lernen. Das wäre zu viel. Ich lege kleine Bomben in deinen Geist für dein nächstes Leben. Kleine Gütebomben. Okay? Gut. Es gibt drei Trainings. Im Buddhismus gibt es drei berühmte Dinge, die wir in diesem Leben meistern müssen. Das erste ist Güte, freundlich sein zu anderen. Deswegen habe ich hier dieses Bild oder Foto eines Mannes ausgewählt, der seinem Vater hilft. Eine kleine Freundlichkeit. Der Vater weiß nicht, wie er seinen neuen Rechner hochfahren soll. Der Vater hofft, dass sein Sohn ihm hilft, den neuen Rechner zu starten und der Sohn nimmt sich die Zeit dafür. Er hat sehr viel zu tun, er arbeitet in einem großen Büro, trägt viel Verantwortung, aber er ist sehr gütig. Er erweist seinem Vater Güte. Und das kannst du Ethik nennen. Dies ist das Training der Ethik. Das zweite Training heißt Dingeten. Das bedeutet, sich in Meditation üben, gut werden in Meditation. Und jetzt verrate ich dir mal den super einfachen Trick eines alten Mannes, der schon sein ganzes Leben daran arbeitet, gut zu meditieren. Es gibt nämlich diesen Trick, eine ganz einfache Methode. Fang heute an, meditiere 10 Minuten lang, wir machen das zusammen. Und dann meditiere 10 Minuten lang täglich, in der nächsten Woche. Wenn es dann Samstag oder Sonntag wird, was auch immer der freie Tag in deinem Land ist,
dann steigere dich um eine Minute. Jede Woche steigere dich um eine Minute. In der zweiten Woche hast du dann schon eine 11-minütige Meditation. Mach das ein Jahr lang so und am Ende des Jahres wirst du eine Stunde lang gut meditieren können. Wenn du schon ganz am Anfang eine Stunde meditieren willst, wirst du scheitern und nicht lernen, wie man meditiert. Also bitte, 10 Minuten Meditation, nur 10 Minuten. Wir werden zusammen meditieren. Und an jedem Samstag oder Sonntag, an jedem Wochenende, fügst du eine Minute hinzu. Dann hast du das zweite Training. Das dritte Training ist die Weisheit, Leerheit. Verstehen, warum der Stift nicht vom Stift kommt. Oder in der Sprache des Buddhismus, warum der Stift nicht der Stift ist. Der Stift ist nicht der Stift, aber was das bedeutet ist, der Stift ist nicht ein Stift, der vom Stift kommt. Ist da ein Stift? Ja. Und welche Art von Stift ist da? Oh, das ist ein Stift, der von mir kommt. Das ist abhängiges Entstehen. Da ist ein Stift, der von einem Samen kommt. Aber da ist kein Stift, der von sich selbst kommt. Das ist Leerheit. Das sind also die drei Trainings. Wir können sagen, erstens Leerheit verstehen und zweitens lernen, wie man 10 Minuten lang meditiert. Beginnen mit 10 Minuten. Falls du also seit dem letzten Lamrim aufgehört hast zu meditieren, was ich übrigens auch gemacht habe, dann lass uns jetzt wieder damit beginnen. Wir beginnen mit 10 Minuten und füge immer wieder eine Minute hinzu. Und dann drittens, gutes Verhalten gegenüber anderen. Freundlich zu anderen zu sein. Übrigens, diese drei sind das Feuer im Sonnenkern, das das Virus verbrennen wird. Diese drei Trainings sind das Feuer im Sonnenkern, das wir in diesem Monat nutzen können, um das Virus zu verbrennen. Es zu verbrennen, wie ein Ketchupfleck im Sonnenkern. Gut? Diese drei Trainings. Leute, seid ihr bereit? $20-Frage. Ich habe drei Freunde hier. Seid ihr bereit? Wollt ihr euch $20 verdienen? Ich meine es ernst. Das hier ist ernst. Eines von diesen drei Trainings kannst du jederzeit beginnen. Für zwei von den drei brauchst du etwas mehr Übung. Es müssen spezielle Bedingungen erfüllt sein. Du musst spezielles Training haben. Eines davon können wir innerhalb der nächsten 10 Minuten beginnen. $20. Güte. Ja, Güte, $20 für Sie. Wer ist unser Banker? Seji ist der Banker. Okay, ich schulde dir 20 Mäuse. Ja, genau, dieses Training können wir jederzeit beginnen. Du brauchst keinen Meditationsraum dafür. Du brauchst kein kompliziertes Werk über Leerheit. Jeder von uns kann jederzeit damit beginnen, freundlich zu anderen zu sein. Ständig treffen wir andere Menschen. Wir brauchen einfach nur freundlich zu ihnen sein. Dann heißt es weiter, es ist schwierig mit dem Meditieren und Leerheitsmeditationen einfach so in den nächsten 5 Minuten zu beginnen. Aber du kannst jederzeit freundlich zu deinem Nächsten sein. Wir haben die Lehren in unserer Hand. Okay, das ist genau der Name dieses Werkes, richtig? Ich lege dir die Befreiung in die Hand. Sie ist genau hier. Topitempa, okay? Topitempa. Wenn Nick hier wäre, würde ich ihm die $20-Frage stellen. Aber gut, es gibt ein Lungitempa und ein Topitempa. Tim, willst du es versuchen? Lung, die Lehren in Form von Lung und die Lehren in Form von Topa. Genau. Teilt es euch. 10 Mäuse für jeden. Du rechnest mit? Ja, diese gesamten buddhistischen Unterweisungen sind in Konzepte und Bücher unterteilt. Wir können Konzepte und Bücher sagen. Konzepte in deinem Kopf und Bücher, schriftliche Unterweisungen, physische Anleitungen. Was davon ist Güte? Güte zählt wozu? Ist Güte ein Geisteszustand oder ein Buch? Ja, ein Geisteszustand. Also sagt er hier, willst du diese Geisteszustand-Erkenntnisse? Nun, dann solltest du womöglich anfangen, freundlich zu anderen Menschen zu sein. Und genau das ist Buddhismus. Es ist also nicht so, dass der Buddhismus dir beibringt, freundlich zu sein zu anderen Menschen. Freundlich sein zu anderen Menschen ist Buddhismus.
That kind of teaching is called Vinaya. Wir alle kennen diese Unterweisung. Sie heißt Vinaya oder Pratimoksha, der Grundstock guten Verhaltens gegenüber anderen Menschen. Wir alle kennen zum Beispiel die 10 Regeln. Okay, für 0 Dollar. Denn das solltet ihr nun wirklich alle wissen. Wie lautet die erste Regel? Du sollst keine anderen Menschen oder Lebewesen töten. Die zweite Regel? Du sollst nicht stehlen. Respektiere das Eigentum anderer. Drücken wir es lieber positiv aus. Respektiere Leben, respektiere das Eigentum anderer. Schütze Leben, respektiere das Eigentum anderer. Dritte Regel? Respektiere die Beziehungen der anderen. Lass dich nicht mit Partner anderer Menschen ein. Die vierte Regel, sprich die Wahrheit. Sprich immer die Wahrheit. Die fünfte Regel, bring mit deiner Rede Menschen zusammen. Bemühe dich stets, Menschen zusammenzubringen. Regel 6, sprich freundlich. Sag den Menschen freundliche Dinge. Sprich niemals barsch mit anderen Menschen. Regel 7, produziere kein Blabla. Hast du gehört, was Tom heute gesagt hat? Hast du schon das Neueste über das Virus gehört? Es ist wichtig, dass du Bescheid weißt über das Virus. Aber es ist Zeitverschwendung, den ganzen Tag darüber zu reden. Regel 8, freue dich, wenn andere Menschen etwas Schönes bekommen. Regel 9, sei traurig, wenn andere Menschen etwas Schlimmes passiert. Regel 10, der Stift. Also sagt er hier im ersten Abschnitt, diese Unterweisung können wir jederzeit umsetzen. Wir können jederzeit freundlich zu anderen sein, auf 10 unterschiedliche Arten. Und als nächstes sagt er, wenn es eine Person gibt, nur eine Person in der Welt gibt, die diese 10 guten Dinge für andere tut, dann können wir sagen, dass der Buddhismus in ihrem Zimmer ist. Dann existiert der Buddhismus dort. Wenn eine Person sich bemüht, diese 10 guten Taten einzuhalten, den allergrundlegendsten Buddhismus, wenn es nur eine Person gibt, die sich bemüht, diese 10 Dinge zu tun, das Leben anderer nicht zu verletzen, nicht zu lügen, den Besitz anderer nicht zu verletzen. Wenn es nur eine Person in der ganzen Stadt gibt, dann können wir sagen, dass der Buddhismus in dieser Stadt existiert. Das ist sehr cool. Und diese 10 sind die Grundlage für die beiden höheren Gelübdesätze. Es gibt 3 Gelübdesätze. Die unterste, die Grundlage, ist, andere Menschen nicht zu verletzen. Der zweite Satz an Gelübden sind die Bodhisattva-Gelübde. Und dann gibt es noch die geheimen Gelübde. Also ist Freundlichkeit gegenüber anderen, so wie dieser Mann zum Beispiel seinen Vater hilft, die Grundlage jeglicher buddhistischen Praxis. Warum reden wir jetzt über all das? Wir reden über die Liebe in den Zeiten des Virus. Wir reden darüber, wie wir die Sonne in ein ganzes Universum von Dunkelheit bringen können, Sonnenlicht. Und die Grundlage dafür sind diese 10 Arten der Freundlichkeit gegenüber anderen. Das ist die ganze Grundlage. Als nächstes, in der nächsten Folge, reden wir über das Konzept des Dharma-Hüters. Der Dharma-Hüter ist ein sehr berühmtes Konzept. Es heißt Denpa-Zin, Hüter der Lehren. Und wie können du und ich Hüter der Lehren des Buddhas werden? Wie können wir Überträger der Lehren des Buddhas werden? Wie können wir ein Dharma-Hüter sein? Können wir ein Dharma-Hüter werden? Darüber werden wir in der nächsten Folge reden. Danke, dass du erneut mit dem Lamrim startest. Es macht mir viel Freude und es ist eine Ehre, es lernen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar. Danke an ACI und an Tim. Und ich weiß, es sind diese 100 und mehr Menschen, die übersetzen, und in vielen Ländern tausende von Menschen, die ernsthaft studieren, so viele Helfer und Unterstützer. Und ich möchte allen Danke sagen. Und ganz besonders möchte ich Tim Lowenhaupt danken. Danke. Wir sehen uns in der nächsten Folge.